Ich würde sagen, dann schaue ich mir mal die Kanalisation an, wie schlimm sie ist. Mal gucken, ob wir diese Stinkwanze finden. Für Menschen wäre es ein bisschen schwierig, da durchzupassen. Ah, okay. Dann können wir die Stinkwanze nicht vertreiben. Bonnie, würdest du mal? Na gut, dann soll es halt weiter stinken. Ist ja nicht unser Problem, wenn die das Problem nicht gelöst kriegen und keinen Kammerjäger holen. So, wie sieht denn die Stadt überhaupt aus? Da unten sind wir. Dann gehen wir doch mal da durch das Tor in den, ja, nächsten Bereich. Ist halt schade, dass vieles einfach nur solche Aufsteller sind und keine richtigen Häuser. Aber es sieht schön aus. Die Lichter. Empire Porky. Hallo Dame. Willkommen. Meister Porky hat mir erzählt, dass ihr kommt. Er sagt, dass ihr ziemlich stark seid. Auf gewisse Weise. Beeindruckt dich das nicht? Hm, okay. Oh. Hier sind noch mehr. Oh, hier sind Käfer. Eine Käfersammlung auf dem Bild. Aber ich will mal wissen, was ihr zu sagen habt. Anscheinend sind alle Kellnerinnen in diesem Restaurant da drüben Roboter, die aussehen wie die Mutter einer sehr wichtigen Person. Okay. Das ist dieses Großstadtleben, oder nicht? Fühlt sich irgendwie nicht so an. Naja, ihr seid ja auch nur in diesem Funkel-Funkel-Bereich. Oh, dieser Strahl der Künstlerischheit, die sich vor mir entfaltet. Die Löwigkeit sprudelt aus ihm hervor. Die Maskenhaftigkeit tropft davon. Und diese Nasenhaarigkeit und die Altmodischheit. Es ist so atemberaubend, dass es positiv beängstigend ist. Wenn du das sagst. Donna ist verrückt nach Kunst. Sie steht hier schon eine gefühlte Ewigkeit. Naja, wenn sie Spaß dran hat. Oh, Maulwurfsgrille. Wir mögen klein sein, aber wir sind dennoch Lebewesen. Wir müssen uns als wir mühen uns als Maulwurfsgrillen ab. Ich habe mit dem Kerl hier gerade ein ernstes Wörtchen geredet. Ich fühle, dass die Zeit endlich reif ist, dass wir Maulwurfsgrillen unser Glück in der Großstadt versuchen. Bist du zufällig ein Bekannter von Jackie? Ja. Könntest du ihn fragen, ob er mit uns eine Partnerschaft eingehen möchte? Funkel? Wenn ich ihn sehe, kann ich's machen. Oh, Hallöchen, Lukas. Ich habe gerade ein ernstes Wörtchen mit diesem kleinen Burschen geredet. Aber ich weiß nicht so wirklich, was ich tun soll. Gut, ich hab's versucht, Mausesgrille. So, können wir uns hier aufhübschen? Bronson? Dieses Dorf wird immer voller und voller. Aber dieser Shop ist trotzdem so leer wie eh und je. Okay. Was ist mit dieser Dame hier los? Ich um mein Holz! Ich um mein Holz! Rausch, rausch, boom. Oh nein, mein Lautsprecher ist kaputt. Wie soll ich jetzt nur weiter dieses Meisterstück der Musik hören? Und meinen Wap-Wap erst. Oh Gott, geh mir weg. Ei, ei! Ich glaube, das vermisst Käfer. Finde aber schon ganz cool, dass die Fanübersetzung der deutschen Fanübersetzung auch ein Parallelen, beziehungsweise ein paar aktuelle Referenzen reingebracht hat. Es ist nicht verkehrt, wählerisch zu sein. Ah, kann ich hier aufs Klo gehen? Hallo? Da ist eine Toilette. Die Tür, an die du klopfst, führt zu einer Toilette. Was willst du in einer Toilette? Mein Geschäft verrichten? Was sonst will man auf dem Klo? Naja gut. Er lässt uns nicht rein. Fülle deinen Magen mit deinem Lieblingsessen und nichts anderem. Das ist unsere Regel. Und was habt ihr Leckeres? Hier passt noch nicht in dieses Geschäft. Warum nicht? Königsburger Rindersteak, Pasta mit Geschichte. Eine Pastete, nee, Paste unaussprechlicher Lebenslage. Aha. Lieblingspizza, reiche Kindersuppe? Köstliches Parfait? Ja, gut, wenn ich zu viel Geld habe, sollte ich hier noch ein paar Zeugs kaufen. Die geben nämlich eine Menge HP. Dieses Geschäft ist bis zum Rand mit hübschen Mädchens gefüllt. Hier sind nur Mädels. Aber irgendwie habe ich das, so das Gefühl, ihr seid Roboter. Ein Putzschrank. Gut, dann will ich mir das nicht weiter ansehen. Ich weiß, dass ich nicht so aussehe, aber ich bin ein Roboter. Ernsthaft jetzt? Na, ich hab's ja gesagt. Gut.
Oh, du bist im Herzen schon immer ein Kind gewesen. Ich frage mich immer, ob der Typ und die Frau sich endlich getroffen haben. Hey Paul, hier entlang soll es einen Freizeitpark geben. Schauen wir es uns an. Porky Freizeitpark, da oben. Dann fahren wir mal hoch. Ein Karussell ist hier schon und drei Zahlen. Die Leute, die Mazda 2 aka Earthbound gespielt haben, werden diese Figuren hier wiedererkennen. Ich bin ein kaputter Automat. Aber die Sanchez-Brüder und ihre Freunde, sie werden dich glücklich machen. Würdest du gerne eine DK einwerfen? Dann versuchen wir es mal. Macht mich glücklich. Ich glaube, es war nicht von Erfolg gekrönt. Gut, ein neuer Versuch. So, jetzt eine dreifache 7. Okay, das Glück gibt uns nicht heute. Na, dann lassen wir es. Na, hier ist ein Riesenrad. Und eine Achterbahn, die ins Nichts fliegt. Ich glaube, da will keiner freiwillig einsteigen, oder? Es sei denn, man ist lebensmüde. Alle haben mich überzeugt, in die Stadt zu kommen. Aber mir ist hier extrem schwindelig. Warum? Weil hier so viel steht? Weil hier so viel blinkt? Oder weil du nichts gegessen hast? Na, dein Problem. Oh, du bist auch hier, Lukas? Ich würde Meister Porky gerne einmal treffen wollen. Er hat diese Stadt gebaut. Ich frage mich, wie lange er für diese Stadt gebraucht hat. Wahrscheinlich Jahre. Diese Stadt hat eine richtige Kiddie-Atmosphäre. Naja. Ich habe gehört, dass du gemeine Sachen über mich sagst. Sowas wie, dass ich betrunken bin und dass ich eine Schnapsdrossel bin. Was laberst du denn da? Ich habe einfach nur einen Schluck auf. Ja, so sieht's auch aus. Ich bin schon lange nicht mehr mit Matt auf dein Date gegangen. Da kommen Erinnerungen hoch. Ja, magst du diesen besoffenen Typen wirklich? Ich weiß ja nicht. Oh, cool, ein Automat. Yay, ich kann shoppen. Und hier gibt's auch einiges Zeug zum Kaufen. Also ich weiß auf jeden Fall, was ich hier definitiv machen muss. Abby und Abbott, ihr seid auch hier. Wenn man mein Liebesleben mit einer Geschichte vergleichen würde, würde ich sagen, dass wir in Kapitel 15 von insgesamt 16 sind. Und wie sieht Kapitel 16 aus? Ich würde überall mit Abbott gehen. Auch wenn die Welt nur aus 4 Kapiteln bestehen würde, würde ich in allen bei ihm sein. Wir sind aber bei Kapitel 8 in diesem Spiel angelangt. Würde ich nur mal sagen wollen. Ach, das Komiker-Duo gibt's auch noch. Sehe ich da etwa wie ein Einsiedlerkrebs aus? Oh, Lukas, wir üben nur unser Comedy-Sketch. Mittlerweile sind einfach alle hier. Hier kann man all seine alten Freunde wiedersehen. Aber denkst du, dass der Wald, Tasmilli und die anderen Orte nun völlig leer sind? Ich frage mich, was jetzt dort passieren wird. Ja, wahrscheinlich nicht mehr allzu viel. Eigentlich schade. Aber ja, wenn die alle einfach mal in die Großstadt gehen, dann sollte man sich nicht wundern, wenn alles leer steht. So, schauen wir uns mal den interessanten Bereich hier an. Diese Statue von Meister Porky ist nur etwas zum Anschauen und Bestaunen. Genauer gesagt soll es auch der göttliche Beschützer dieser Stadt sein. Ich habe gehört, dass einige Schwachköpfe sich mit der Statue angelegt haben und dann in eine Welt der Schmerzen gelandet sind. Naja, bei der Größe? Würde es mich nicht wundern. Hier sind auch nochmal Glücksboxen. Warum liegt hier so viel Schrott? Sehr merkwürdig. Ah, hallo. Ich verkaufe gefährliche Sachen. Möchtest du was? Was hast du denn? Okay, Bleistiftrakete, Bombe, Superbombe und Neujahrsbombe. Also wirklich nur gefährliches Zeug. Ich will mal kurz ein bisschen verkaufen, weil ich habe auf jeden Fall Zeugs, was weg kann. Genau, die stachelige Waffe, die gibt auch Geld. Ja, das Andenken, das ist unverkäuflich. Ist auch nicht verkehrt.
Wie sieht's bei Kumatora aus? Hast du auch noch irgendwas, das ich gerade verkaufen kann? Nein, hast du nicht. Und das da? Nicht so wirklich. Aber Boni hat noch das schwarze Halsband. Der Rest ist noch zu wertvoll. Die will ich eigentlich auch nicht verkaufen. Antiparalyse gibt nichts an Geld, also nichts Großes. Das ist auch zu schade. Okay, aber das BIMS-Amulett kann ich noch verkaufen. So, gut, jetzt habe ich Platz. Ach ja, Göttingen-BH kann auch weg. Sehr schön, ich habe doch noch was gefunden. Du kaufst hier nur Hochwertiges. Du hast ein gutes Auge. So, dann will ich jetzt mal bei dir einkaufen. Nämlich, auch wenn es noch ein bisschen hin ist, will ich eine Neujahrsbombe kaufen. Reduziert die KP aller Gegner auf 1. Sie könnte aber auch ein Blindgänger sein. Sehr einladend. Superbombe, eine deutlich bessere Variante der Bombe. Fügt einem Gegner einen explosiven Schaden zu. Könnte vielleicht noch nützlich sein. Gebe ich mal Boni. Salzwasserknarre gäbe es auch noch. Gut, ich denke mal, das ist alles, was ich brauche. Ja, vielen Dank. So, dann will ich wieder in diesen Bereich kommen. Mit euch habe ich ja auch schon gesprochen, oder? Nee, Quatsch. Ihr dürft überall hingehen, abgesehen von der 100. Etage des Empire Porky Building. Schaut euch ruhig um. Wieso, was ist denn da Tolles in der 100. Etage? Die CMC soll ein Konzert in dieser Stadt geben. Wenn man so sieht, ist die Stadt gar nicht so übel. Und wo sind sie? Junge, New York City macht überhaupt keinen Sinn. Ich weiß nicht, wie ich die Stadt beschreiben sollte. Kinderfreundlich, gruselig, abstoßend, protzig oder was? Also auf gut Deutsch, nichts für euch alte Frauen. Aber es sieht schön aus, muss man zugeben. Wie gesagt, ich würde mich hier auf jeden Fall wohlfühlen. So, ich will jetzt nochmal speichern. Aus bestimmten Gründen. So. Nämlich will ich jetzt nochmal hier hingehen. Und mir mal diese Statue hier anschauen. Der schlauste, mutigste und stärkste Fettklotz aller Zeiten. Hier steht die Statue unseres großen Anführers Meister Porky. Okay. Der schlauste, mutigste und stärkste Fettklotz aller Zeiten. Hier steht die Statue unseres großen Anführers Meister Porky. Ja, schön. Alles in Ordnung hier. Finde ich aber nicht. Okay, ich kann es also wirklich nur bestaunen. Normalerweise sollte ich sie auch von Namen bestaunen können. Aber scheinbar will die Statue nicht. Okay, versuchen wir es mal folgendermaßen. Ändert sich nichts. Gut, dann werde ich mir das nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Für gewöhnlich müsste was anderes passieren. Aber das passiert hier gerade irgendwie nicht. Wäre ein bisschen schade, wenn die das hier verbockt hätten in der deutschen Fanübersetzung. Falls das irgendwie der Fall sein sollte. Okay, ich komme nochmal irgendwann zu dir zurück, Statue. Ja, da könnte ich noch was kaufen. Ich könnte mir erstmal das Innere ansehen. Zumindest so den ersten Bereich. Dies ist das Empire Porky Building. Das Hauptquartier der Porky Corporation. Wage es ja nicht, es mit deinen schmutzigen, klebrigen Fingern zu berühren. Wenn du so nett wärst.
Okay. Ich gebe mir Mühe. Beachte mich nicht. Ja, doch habe ich aber. Das sieht ja auf jeden Fall schon sehr einladend aus. Hallo Empfangsdame. Willkommen. Das ist das Empire Porky Building. Das Zuhause des großartigen Meisters Porky. Wir sind vielleicht klein, aber wir sind dennoch Lebewesen. Wir kämpfen uns unser Leben als Maulwurfskrähen. Okay, ja, schön. Wir sind jetzt in der Großstadt und haben Sachen gefunden, die wir verkaufen wollen. Auch wieder Zeugs. Nicht wirklich gerade die besten Sachen. Aber ja. So, wie sieht's denn hier aus? Hat jemand schon mal Meister Porky gesehen? Wie alt er wohl ist? Er muss unglaublich sein, wenn er so eine Stadt baut. Ja, definitiv. Die Statue von Meister Porky sieht einem Kind sehr ähnlich, findest du es nicht? Was meinst du, hat das zu bedeuten? Hey, ich bin der Item-Aufbewahrungsmann. Wie kann ich überheblich sein? Ich möchte eigentlich gerade noch nichts lagern. Nee, noch nicht. Da kümmere ich mich später drum. Ja, unterstützt mich weiter zu 100%. Oh, hier ist eine heiße Quelle. Eine Runde baden. Gut, wir sind wieder fit. So, jetzt wäre nur die interessante Frage. Funktioniert dieser Fahrstuhl? Service-Reparaturen werden gerade durchgeführt. Also auf gut Deutsch, nein. Okay, also zurück. Gut, Fröschli, ich will dich nochmal ansprechen. Ich könnte mal gucken, wie viel Geld ich habe. Es müsste auf jeden Fall einiges sein. Ja, ich gebe mir Mühe, ich bin vorsichtig. So, wie viel Geld haben wir denn? Nur 7.000. Dafür kriege ich nicht gerade viel. Hallo Statue. Immer noch eine unbeeindruckende Statue. Gut, weil die habe ich schon eingekauft, deswegen nein will ich nicht. Wir haben eigentlich im Prinzip schon so das Wichtigste jetzt gesehen. Ich habe mit jedem gesprochen. Aber irgendwas fehlt wohl noch. Eine Spielhalle waren wir auch. Okay. Versuchen wir nochmal unser Glück im Kino, weil... Ja. Dort ist ja noch diese Stinkwanze, die wir irgendwie kriegen müssten. Oh. Hey, du da. Die einzigen, die hier rennen dürfen, sind die Stars auf der Leinwand. Ja, Entschuldigung. Ich gebe mir schon Mühe, nicht zu rennen. So, wir wollen durch. Aber irgendwie wollen die nicht. Wow, dieses Loch im Lautsprecher führt direkt in die Kanalisation. Absolut unglaublich. Also deshalb stinkt dieses Kino so hoch zum Himmel. Ja, ich darf nicht rein. Entschuldigung. Gut, ich glaube, es klappt so nicht. Ach Mann, ja. Ich glaube, ich lerne es nicht mehr. Ja, aber die Stars auf der Leinwand sind, ja, nur ein Bild. Deswegen können die da gerade auch nicht wirklich rennen. So, jetzt kann die wenigstens wieder rennen. Dann gehe ich hier nochmal raus. Ups. Dann versuche ich mal einen anderen Weg in diese Kanalisation zu finden. Ich muss nur nochmal gucken, wo dann... Nochmal war. Irgendwo gab es doch diesen Weg. Hier ist alles in Ordnung. Mit den Steinen ist auch alles in Ordnung.
Na gut, hier ist wohl alles gerade in Ordnung, was ich nicht so geil finde. Tja, wenn wir schon keinen Fahrstuhl fahren können und so. Naja, gut, wie dem auch sei. Ich würde mal sagen, wir speichern das erstmal und heben uns das alles dann für die nächste Stream-Session auf. Ich denke mal, wir haben genug erlebt erstmal. Waren ja harte Kämpfe, die letzten, die ich vor mir hatte. Und dann wollen wir doch mal schauen, ob wir hier in New Park City noch ein bisschen rumwüten können. Und mal sehen, wie der Meister Porky überhaupt aussieht, der uns hier eingeladen hat. Das alles und viel mehr werden wir auf jeden Fall in der nächsten Stream-Session vielleicht erfahren. Wir werden es sehen. Ich hoffe, ihr hattet soweit Spaß beim Schauen. Und hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Mal dabei, wenn wir uns wieder durch New Park City begeben. Deswegen sage ich an dieser Stelle einfach mal, wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen, liebe Leute.